Mit den Römern, Wirtschaftspakt, Forschungspakt, Migrationspakt, aber... Aber zumindest kein Verteidigungsbündnis, das ist mir ganz recht. Verbesserungskosten Schiffe, das wird noch sehr nützlich. Ansprüche, dann heben wir hier auch welche. Wobei, nee, lassen wir lieber. Weil, wenn wir sie nicht durchsetzen können, wird es schwieriger, einen Frieden durchzusetzen. Star System charted. Einmal hier ein Kulturministerium. Nehmen wir. Wie stark ist die Flotte jetzt? 2,9. Und sie könnte noch verbessert werden. Jan ist bei 2,2. Zwischen sich die Sternbasis, aber auch hier bei 4,2. Construction complete. Also ich muss definitiv einiges an System hier übernehmen. Construction complete. Ich habe noch nicht erlebt, dass die Sternbasen solche so einen Stress machen. Kann man vielleicht an den Sternbasen erkennen? Viel Panzerung. Aber es liegt wenig mehr daran, dass es halt eine Sternbasis ist, ne? Genau. Das heißt, da brauchen wir wirklich Anti-Panzerungswaffen. Ansonsten haben sie halt starke Laser, aber schwache Geschütze. Das heißt, Schilde wären an sich gut, aber ich glaube, ich habe schon in erster Linie Schilde, beziehungsweise relativ ausgeglichen sogar. Schaden von Sternbasen erhöht und Verbesserungskosten von Sternbasen reduziert. Toll, jetzt bekomme ich das. Construction complete. Technologie. Bengalische Triumvirat. Was habt ihr uns anzubieten? 6 Monate Sozialforschung? Für. Nein, nicht für Betten. Die am Ende gar nicht so viel bringen. Hier könnte ich das brauchen. Hier haue ich einmal die rein. Und hier einmal das. Ich wüsste ja gerne, was hier in diesem System ist. Technology secured. Durastahl. Okay. Nehme ich. Hatten wir aber. Wie lange dauert das noch, bis wir die neuen. Dieses Schiffsdesign hat nicht genug Energie. Ernsthaft? Dann nimmt er halt den Reaktorverstärker rein. Also. Genau. Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? Automatisch fertigstellen wollte ich gar nicht. Aber irgendwas hat es gemacht. Oh. Ich hatte gar keine... Ich hatte gar keine Angriffs... Gar kein Gefechtscomputer gemacht. Das muss... Wetterem Distanz, Positionierung, Feuerrate. Feuerrate ist bei allen gleich. Waffenreichweite ist aber ganz okay. Wie lange dauert es noch, bis ich Hyperantrieb habe? Noch 3 Jahre. Okay. Warum? Ach so. Der hat jetzt bei den einen hat er jetzt die
veraltete Komponenten. Ich kann die ja noch gar nicht benutzen. So. Aber veraltete Komponenten brauche ich halt jetzt nur deswegen. Wie sieht's jetzt aus? Es sind immer noch 1000. Ernsthaft? Nein. Kann ich mir nicht leisten. Die Sache ist, erkläre ich jetzt noch einen Krieg oder nicht? Ihre Flottenstärke ist unserer ebenbürtig. Ich riskier's. So, was brauchen wir, um unsere Ziele durchzusetzen? Fordert Kapitulation, ist 100. Fordert unbesetzte Ziele, relative Flottenstärke ist plus 2. Wenn wir es schaffen, dass sich ihre Flotte... Kurator-Einsicht, Moment. Das muss weiterlaufen, the show must go on. Wenn wir es schaffen, dass sie bei uns angreifen... Das Problem ist, haben wir nicht kristalline Sensoren als Edikt? Genau. Super, wir müssen wissen, wohin die Schiffe der Wikinger sich bewegen. Weil wenn sie entweder hierhin oder hierhin, weil nur diese Flotte diese beiden verteidigen kann. Auf Tuban, wo wollt ihr hin? Auf daran. Was? Wo willst du hin? Warte, die Station heißt immer noch. Vielleicht sollte man sich die Station auch automatisch umbenennen. So. Da möchte sie hin. Okay, also da erwarten wir sie. 2,8. Das sind 2,7 plus Sternenbasis. Vielleicht hätte ich die auch die Sternfeste mal upgraden sollen. Komm, machen wir mal beides. Auf die Gefahr hin, dass das fürchterlich schief geht. Ja. Irgendwo dürften sie aber noch eine Flotte haben. Genau da. Zusammenlegung mit Strikeforce Hydra. Oh. Alles klar, es wird spannend. Construction complete. Kann ich. Exotische Gase als Schildverstärker, flüchtige Munition. Ich bräuchte dazu... Das ist teuer. Das ist sehr teuer. Das kann ich mir nicht leisten. Scheiße. Können Sie... Dafür brauchen die über ein Jahr. Wenn wir hier durch... Das wird eng. Das wird richtig eng. Wie sieht's aus? Was haben die hier? Warte, was? Die haben noch Level 1 Deflektoren? Die haben echt... Das ist reine Masse, oder? Das ist reine Masse, würde ich behaupten. Das hat nichts damit zu tun, dass... Die haben... Upgradet die KI gerade ihre Schiffe nicht? Aber wieso hat sie dann... Warum sind sie dann trotzdem so stark? Das verstehe ich nicht. So, diese Station kann so einem Angriff hoffentlich standhalten. Aber ich gehe noch nicht zum Gegenangriff über. Erst möchte ich das... Construction complete. Also eigentlich sind die beiden Flotten sicher schon ebenbürtig, wobei sie sich jetzt verbinden nicht. Exposed. Wo geht... Ist noch einer? Fium-Station. Alles klar, dann muss die eben hier hin, aber vielleicht kann ich sie hier durchlotsen. Ach nee, kann ich nicht. Wegen FTL-Inhibitor, ich müsste erst die Sternenbasis besiegen. So, das wird jetzt spannend.
Station under attack. Wobei. Ja, noch läuft es ausgeglichen. Das Ding ist, dass die KI auch nicht gewartet hat, um ihre Flotten zu verbinden. Das könnte unser Vorteil sein. Haben die einen General? Haben sie tatsächlich. Aber es sieht gut aus für uns. Oh, super. Zerstört am besten Nachbarn und Punktverteidigung. Wo haben wir ein Wissenschaftsschiff? Ist das ein Forschungsschiff? So rum. Dann bauen wir... Nee, das ist zu teuer, eins zu bauen. Das hängt leider drüben fest. Dann erforschen wir eben die Projekte und wir zerstören mal eben die hier. Nein, erstmal in Orbit einfliegen. Und reparieren lassen. Wie sieht's eigentlich aus? Ich habe 5 Korvetten verloren. Die haben einen Zerstörer und 2 verloren. Und 2 Korvetten. Der Rest ist halt leider geflohen. So. Task Force Hydra. Hi. Task Force Hydra existiert zwar noch, aber ist jetzt gerade missing in action. So, auf, dann gehe ich jetzt in den Angriff über. Weil meine Flotte scheint tatsächlich überlegen zu sein im Moment. Construction complete. Strike Force Gorgon und ihr greift die Tiom-Station an. Dann rüber da. Enemy presence exposed. Tactical retreat. Spaceport under attack. Wir können uns momentan keine Spenden leisten. Wir möchten gerne spenden. Nein, wir können es uns im Moment sowas von nicht leisten. Können wir irgendein Edikt? Fokussierung der Kristalle. Energieschaden. Ja, komm. Ich weiß nicht, ob das in diesem Monat noch gilt, aber alles hilft. Genau, zerstört auch die Truppentransporte. Das treibt nämlich die Kriegsmüdigkeit hoch. Super. Und dann bitte in den Orbit gehen und wir brauchen Flotte verstärken. Moment, das kostet doch nie im Leben so wenig. Damit kriege ich einen Zerstörer. So, wir gehen in Angriff über. Ja, aber wir könnten jetzt schon einen Status Quo aushandeln. Möchte ich aber nicht. Nach Bordigan. Was ist Bordigan? Kovali, Limes. Hä? Wo will der hin? Ach so, ja. Weil Strike Force Hydra jetzt halt hier ist. Relative Flottenstärke, Kriegsmüdigkeit, aber wir müssen immer noch die Systeme übernehmen. Und wir werden nicht alle übernehmen können wegen der Stationen. Ich überlege, ob ich die einen Ansprüche vielleicht fallen lassen soll. So, baut mal die 2 Zerstörer neu. Das dauert noch ein bisschen, bis die ausgerüstet sind.
Einladung zu Nicht-Angriffsversprechen. Amazonen. Die Amphalet mit den Amazonen habe ich. Ich rechne jetzt sowieso da nicht mehr. Ich finde es im Moment gerade ein bisschen schade, dass man keine matriarchalischen Gesellschaften erstellen kann. Dementsprechend haben die Amazonen gerade einen König. Oder was auch immer ich als Titel angegeben habe. Imperator. Die haben gerade einen Kaiser. Exotische Gase? Kann ich die Gase vielleicht benutzen? Als Treibstoff oder als Schildverstärker? Dann nehme ich als Schildverstärker. Alles, was irgendwie im Kampf weiterhilft, ist mir gerade mehr als recht. Attacking enemy assets. Hier haben wir die Upsilon-Aliens. Fünf Monate, das sind 16 immer noch. Die Technologie der Wikinger ist auch nicht mega beeindruckend, also... Wer ist gestorben? Ach, Admiral. Dann... Erfahrungszuwachs. Construction complete. Zeigt uns unsere Waren. Nein, immer noch kein... Ich will immer noch keine Etagenbetten. So, die Frage ist, wo will die Flotte hin? Die Flotte macht nichts. Die andere Flotte habe ich aus dem Auge verloren. Receiving communications. Die Amazonen möchten immer noch unbedingt ein Nicht-Angriffsversprechen, womit ich an sich kein Problem hätte, aber andererseits... Oh, ehrlich gesagt, wisst ihr was? Kostet uns monatlich 25... Ich rechne sowieso nicht mit einem Angriff von ihnen, ganz ehrlich. Dafür mögen die uns zu sehr im Moment. Hulks vivisected. Nachbrenner 10% Fortschritt, verbundene Unterstützungssysteme und halt ein bisschen Forschung. Es ist nicht mega viel, aber was wir machen. So, die hier sind jetzt aufgerüstet. Störfeldgenerator. Das heißt, hier sollte es uns leichter fallen, die Oberhand zu behalten. Technology secured. Forschungskomplex könnte sich lohnen. So, ja, wird es. Wird es definitiv. Ich habe ja auch schon Zugang zu exotischen Gasen. Entscheidung. Komm, wir fördern einmal das Planetenwachstum auf allen. Das mache ich eh viel zu selten. Status quo funktioniert jetzt nicht mehr, weil relative Flottenstärke minus 12. Was? Hulks vivisected. Wie kommt das zustande? Fordert unbesetzte Systeme. Welche habe ich denn jetzt alle eingefordert? Ansprüche. Das. Ah, es kann doch nicht sein, dass die zählen die so viel wegen der wegen den Sternbasen? 4,6. Ja, aber dann kommen wir nicht um einen kombinierten Angriff drumherum. Das ist das Problem. Ich meine, sobald sie auf 100% sind, können wir nach 2 Jahren einen Status quo erzwingen. Aber da wir den Krieg
führen, um halt das Gebiet zu übernehmen, kriegen wir dann halt die Gebiete nicht. Und damit hätten wir dann nichts erreicht. Xenobiologie. Anführerlebensdauer, hydroponische Farmen. Festung. Brauchen wir spätestens, wenn wir die Habitate haben. Oh. Oh, wow. Kommt mal lieber schnell zurück. Wir haben hier eine 4K-Flotte, die auf dem Weg ist. Wir werden die Materialien wiederverwerten, wir werden sie für euch reparieren. Komm. Flüchtige Bodenräumung. Exotische Gase als Treibstoff. Flüchtige Munition. Kinetik bringt uns nicht mega viel. Kann die Sternbasis das durchhalten? Ich meine... Moment. Wo geht die hin? Altris? Kommt die uns entgegen? Ich möchte mich dieser Flotte gerne auf eigenem Gebiet stellen, wenn es geht. Construction complete. Baltris-Station angreifen. Was haben die? Die haben in erster Linie... So, eigentlich sind deren Schiffe ziemlich schwach. Bei aller Liebe, ich riskiere es. Also bisher erweisen sich meine Flotten durchgehend als überlegen. Status quo verhandeln. Kriegsmüdigkeit, hohe Kriegsmüdigkeit, aha. Aber das ist halt wirklich nur für Status quo. Das könnte ich jetzt jederzeit tun. Wo willst du hin? Karator-Station. Wo ist Karator-Station? Die ist hier. Kann eine nicht ausgebaute Sternbasis Schiffe reparieren? Nein, dazu muss sie zu der Station. Ah, oh, das wird schwierig. Ihre Flottenstärke ist immer noch ebenbürtig. Was haben die denn verloren? Ihre Flotte wurde komplett zerstört. Okay. Ich müsste vielleicht mal die Flotte aufrüsten, beziehungsweise Flotte verstärken wäre besser. Eigentlich wäre mir wirklich lieber, wenn die Schiffe, alten Schiffe zerstört werden und ich sie durch neue ersetze. Das ist, glaube ich, langfristig besser. A vile enemy has declared war on us. Was? Die Prikikiti. Okay. Ja, sollen sie doch. Ich kann kein Kriegsziel festlegen. Ja, mein Kriegsziel ist Bedrohung beenden. Alles klar. Ja. Ganz ehrlich. Weil ihre Flottenstärke ist im Vergleich zu unserer überwältigend. Was? Wie ist das denn passiert? Besetzung plus 7, relative... Flottenstärke. Ich habe gerade eine komplette Flotte von denen erwischt. Wie kann es sein, dass sie immer noch schwächer sind? Obwohl, nein, nein, nein.
Bitte sag mir, dass du hier durchfliegst. Werden sie nicht, oder? Nein, werden sie nicht, weil es die werden auf direktem Weg hinfliegen, weil sie sonst halt sich mit der Sternbasis anlegen müssen. Technology secured. Haben sie hier irgendwelche Technik? Nachbrenner, kleiner Röntgenlaser. Ja, komm, dann bauen wir halt extra ein Wissenschaftsschiff für. Erkundungsgeschwindigkeit, Wurmlochreise. Antimaterie-Reaktor, chemische Bepflanzung. Ja, die brauchen wir. Construction complete. Abgemacht. So, und sobald diese Flotte... Warte, was? Das ist einfach eine Mini-Flotte. Einmal das. Das muss ich mir hier Sorgen machen. Ich fände es gut. Kann ich Angreifer einladen? Nein, kann ich nicht. Du darfst das Deal. Befehlslimit. Einmal das. Wir haben jetzt Kriegsdoktrinen. Das könnte uns den Vorteil geben, den wir brauchen. Kriegsdoktrin. Warte, können wir sie? Ach, weil wir sie gerade freigeschaltet haben. Hit and Run. Rückzugschance 33%. Schadensrisiko minus 25%. Tiefenverteidigung wäre plus 10% in Heimterritorium. Schnelle Bereitstellung wäre mir eigentlich fast wichtiger. Andererseits müssen wir unsere... Wir müssen unsere Verluste gering halten. Deswegen lassen wir es mal so. Wir haben jetzt zwei von denen. Könnte ich schon eine Ekumenopolis? Anti-Schwerkrafttechnik brauche ich zuerst. Ja, das ist wahrscheinlich die eine, die ich die ganze Zeit übersprungen habe. Die meinen Stadtbezirken mehr Wohnraum gibt. Enemy presence exposed. Ja, das sieht nicht gut aus. Die zweite Flotte da. Wohl? Doch. Relative Flottenstärke plus 43. Wenn ich nicht gerade in einen Zwei-Fronten-Krieg verwickelt wäre, ja, ihre Flottenstärke ist unserer unterlegen. Das Enemy heißt, Presence exposed. Oh, wow. Ja, da kommt ein bisschen was auf uns zu. Aber diese Schiffe sind auch nicht geupgradet. Ich glaube, die KI upgradet nicht groß. Und sie hat halt auch wirklich... Ich mache mir ehrlich gesagt gar nicht so große Sorgen. Enemy presence exposed. Meine Sorge ist viel eher, dass ich diese Flotten gerade einfach überhaupt nicht neu bestücken kann. So, hol dir gerne die Trümmer. Die Frage ist halt, bringt es was, wenn ich die einen Sternfestung 40 Jackal
mal wetten? Ja, Sternfestung. Bringt es was, wenn ich die einen Ansprüche fallen lasse? Also auf die Sternbasen. Fordert unbesetzte Systeme. Mir gehören, also von den Geforderten, gehören mir alle. Bis auf halt diese drei. Wenn ich diese Ansprüche fallen lasse... Also, fallen lasse. Hallo? Sag jetzt nicht, das geht nicht, weil ich in den Kampf verwickelt bin. Hä? Moment. Der hier gehört nicht mehr an mir. Also, die habe ich nicht mal beansprucht. Aber ich kann das... Nee, das kann ich gerade nicht durchsetzen. Überlegt. Ja, die werden hier gerade dezimiert. Die haben einfach zu viele Schäden. Aber dafür schlagen sie sich immer noch ziemlich gut. Zurückziehen. Ich möchte jetzt aber gerne meine Ansprüche zurück... Hallo? Technology secured. Doch. So. Aber zählen die jetzt immer noch? Kann ich keine Ansprüche fallen lassen, während ich im Krieg bin? Kann das sein? Ich hoffe, dass sich die Situation bessert.